Hallo Leute, wir sind hier am X2 Kuiburi Ressort. Den Tipp erhielt ich von einem Bekannten, hier mal ein Video aufzunehmen. Mal sehen, ob die uns überhaupt da reinlassen. Jedenfalls am Eingang beim Pförtner klappte das bisher. Ja, das ist der Eingang zum Ressort, die Einfahrt. In der Nähe nahm ich schon mal ein Video auf, als ich mit dem Motorrad auf Strandsuche unterwegs war. Ziemlich lange Zufahrt hier. Da drüben der Parkplatz. Und das Ressort befindet sich circa 20 Kilometer vom Stadtzentrum in Pratschuapkirikan entfernt. Der Ordnung halber mussten wir mit dem Motorrad bis vor die Rezeption fahren. Also das ist der eigentliche Eingangsbereich zum Ressort. Und die Zimmer kosten zwischen 5.000 und 10.000 Baht. Inklusive Frühstück. Am Wochenende werden die Preise nicht erhöht. Auch schon mal was wert. Und obwohl es etwas außerhalb von Pratschuapkirikan liegt, dieses Ressort, ist es sehr gut besucht. Auch hier schon alles für die Weihnachtszeit geschmückt. Merry X2 Christmas und Happy New Year 2020. Schauen wir uns erstmal draußen ein bisschen um. Schön kühl hier. Es geht zum Restaurant. Gut bestückte Bar, muss man sagen. Da war die Gab. Und hier könnt ihr in Ruhe chillen. Bei so einer Anlage ist ein Privatstrand natürlich ein Muss. Da wurde wohl gestern gefeiert mit einer Flasche Wein. Freundlicherweise führt uns jemand vom Personal rum. Und das sind dann die kleinen Bungalows, Hecke drumherum oder so Bambuszaun. Also jeder Bungalow hat so seine Privatsphäre, kann man sagen. Gerade erfuhr ich übrigens, dass auch Zimmer oder Doppelzimmer bis zu 20.000 Baht gibt. Um euch mal ein kleines Preisbeispiel zu geben, dieser Bungalow kostet 6.500 Baht. Alles drin, Espressomaschine. Doppelbett. Das Badezimmer oder vielmehr die Dusche. Dusche und WC separat. Kurze Aufnahme von hinter der Bar. Im Außenbereich habt ihr noch ein eigenes Bubbelbad. Sogar mit Beleuchtung. Und wie ihr sehen könnt, ist jeder Bungalow vom anderen abgeschirmt. Man hat somit eine gute Privatsphäre. In so einer Anlage gibt es natürlich auch einen Zimmerservice. Ihr könnt euch essen und alles aufs Zimmer kommen lassen. Das Ressort ist hundefreundlich. Es gibt sogar einen Hundetrainingsplatz. Ich sah eben ein größeres Exemplar
Also hier werden scheinbar Hunde abgerichtet. Die haben so eine Art Hundeschule hier und viele Thais nutzen das. Das Ressort liegt zwar etwas abseits und drumherum ist nicht so sehr viel, aber zum Chillen eigentlich optimal geeignet. Einfach mal relaxen, die Seele baumeln lassen und nichts tun. Der Bungalow direkt am Pool gelegen wäre natürlich optimal. Super schöner, sauberer Pool, ziemlich groß, mit Blick aufs Meer. Kleine Poolbar. Eine kleine Auswahl der Drinks, akzeptable Preise. Unter den Bäumen am Pool wieder liegen zum Chillen. Also ziemlich durchdacht das Ganze. Das X2 bietet auch Spa und Massagen an. Die Duschen am Pool. Und er ist hier im Trainingslager. Nochmal ein separates Action zum Relaxen. Und ein Blick auf Strand und Meer. Dieses Gebäude hat 2 Etagen und folglich 2 große Zimmer. Kostet pro Übernachtung 10.600 Watt. In dem Gebäude ist sogar eine Kochgelegenheit vorhanden. Ihr könnt euch also selber verköstigen. Wer vom Strand kommt, kann hier sofort duschen. Überall diese kleinen Chillgruppen. Bei Interesse einmal kurz anrufen oder eine Mail schicken. Uns hat die feudale Anlage sehr gut gefallen. Ist zwar nichts für unseren Geldbeutel, aber wer sie sich leisten kann, warum nicht? Wer es denn etwas preiswerter möchte, kann sich etwa 700-800 Meter weiter einquartieren. Dort nahm ich auch schon mal das Video auf von dem Strand, den ich mit dem Motorbike suchte. Und diesmal schickte ich Kai alleine dahin. Nach dem Preisfragen 1000 Baht pro Nacht, gleicher Preis, den man mir nannte. In dem Gebäude befindet sich ein kleiner Supermarkt. Und das kleine Ressort verfügt über 4 Räume. Ich zeige euch mal kurz das Zimmer, Kühlschrank, Bett, Aircon. Praktisch die übliche spartanische Ausstattung, aber durchaus ausreichend. Handwaschbecken, WC. Und die Dusche mit warmem Wassergerät. Alles sehr sauber, muss man sagen. Kostenloses Wi-Fi ist auch vorhanden und ist sehr schnell, hab das gerade mal gemessen, passt. Da wir schon mal hier sind, das Haus ist auch zu vermieten, erfuhren wir so nebenbei. Carport, Terrasse, Sitzgruppe. Sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Müssen eine Sitzgelegenheit rein. Erstes Schlafzimmer, Doppelbett, Aircon, Kleiderschrank. Zweites Schlafzimmer. Gleich möbliert. Die Dusche. Diesmal kein heißes Wasserboiler.
Zweite Dusche. Und ein großer Küchenbereich. Von der Küche kommt man dann wieder nach draußen in den Carpark. Der Preis pro Monat konnte uns im Moment nicht genannt werden. Die Besitzer ist Familie von der Besitzerin des Ressorts und die leben in Bangkok. Er wird sich auch mal erkundigen, wie viel die pro Monat haben möchten. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.